Ja, guten Abend. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier an diesem schönen Eventplatz. Ich möchte euch etwas erzählen über Yumi. Yumi ist eine junge Firma, die gibt es seit 2006. Was heisst Yumi? Das hat mir dann ein kleiner Gil gefragt auf dem Merit in Münzigen. Dann war ich noch zu Münzigen Merit. Und dann habe ich gesagt, überlege einmal, was das könnte heissen. Und dann hat er gesagt, er weiss es nicht. Und dann habe ich weiter überlegen. Dann habe ich gesagt, etwa eine halbe Stunde ist es gegangen. Jetzt wissen wir, was es heisst. Jungunternehmer mit Innovation. Und dann habe ich jawohl, das klingt auch ganz gut, aber es ist nicht ganz das, was der Ursprung ist. Das ist von Jürgen und von Mike, die zwei ersten Buchstaben. So ist Yumi entstanden. Mike, das ist ein Käser. Der ist im Emmental aufgewachsen, in Oberhünigen. Sein Vater ist Käser. Sieben Onkel sind Käser, Cousenkel sind Käser, die ganze Familie kommt von der Käsers-Dynastie. Die machen, am Anfang haben sie zwei, drei Käse gemacht für uns, mit uns zusammen. Und von meiner Seite sind alles Bauern und Metzger. Also mein Vater ist Bauer, ich bin Bauer. Ich habe sieben Onkel, die dort Bauern, Cousenkel, die dort Bauern. Und die Metzger. Also wir sind Metzger und Bauernfamilie. Und dann haben wir gesagt, in der Schweizer Landwirtschaft sollten wir etwas machen, wo nicht nur Nahrung aufnehmen, sondern dass man die Nahrung auch geniessen kann. Also wir wollen das nicht als Nährstoff herstellen, sondern als Genussmittel. Und zwar, wenn wir immer gestartet mit der Anfrage bei Koch, was kocht der Koch, wenn zum Beispiel ein Bundesrat zu ihm als Gast ist. Und dann hat er gesagt, ja, beim Fleisch, dort nimmt er immer ein südafrikanisches Fleisch, das ist so eine Zebu-artig. Wir natürlich ganz hellhörig gesehen und gesagt, ja, kann man das nicht hier produzieren? Ja, dann haben wir noch nachher geforscht, das Rind, das ist, es gibt etwa 26 Arten in den Rindern, es gibt Bison, es gibt hier in der Region Europa haben wir das meiste Brontosaurus, das sind die meisten Milchkühe und Masttiere. Und in Südafrika und in Argentinien sind sehr viele Bos Indicus, das sind die weißen Tiere mit dem kleinen Hocker auf dem Nacken bei den Tieren. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen schauen, dass wir die Produktion importieren können. Und nicht das Fleisch. Ich habe geschaut, wo gibt es sonst noch. Ich habe gemerkt, in Piemont gibt es solche Tiere auch noch rum. Und wo von gleicher Abstammung kommen, auch vom Bos Indicus. Und dann habe ich gesehen, die müssen wir in die Schweiz holen. Das war der ganze Anfang, das war ein Start mit einem Test in Kalenderwoche 43. Haben wir im 2005, das weiß ich noch haargenau. Haben wir gesagt, ja, wir müssen zuerst schauen, ob unsere Produkte überhaupt in die Gastronomie ankommen. Und dann habe ich eine Woche frei genommen, dann noch normal gearbeitet. Und sind dann von Hotel zu Hotel, von Restaurant zu Restaurant, wo wir unsere Produkte vorgestellt haben. Wir haben ein Tier geschlachtet, wir haben ein Fleisch bei uns gehabt. Natürlich, das Antigotophile war sofort gebraucht, da hatte es mal noch ein anderes Stückchen. Und die Begeisterung der Leute war riesig, von den Köchen. Und dann haben wir gefunden, so, dann müssen wir ihn starten. Verlieren kann man nicht viel, außer dass vielleicht die, die Schadenfreude haben, dass die ein Herz gewonnen haben. Aber wir probieren es und haben dann 2006 angefangen, Tiere importieren für die Zucht. Wir haben dann auf Italien ein Tier gekauft, die in die Schweiz gekauft. Das ist noch recht komplex, Lebenstier. Da muss man Quarantäne machen. Man muss mit sieben diversen Ämtern von Schweiz und vom Ausland alles auf einen Punkt bringen. Man hat ganz viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Und das ist uns gelungen. Wir haben die in die Schweiz gekauft, auf Münzigen. Dort haben wir einen Bauernhof gemietet, wo wir das ganze Geschäft gestartet haben. Und haben auch die Tiere an Bauern weiterverkauft, die unter Vertrag mit uns zusammen aufziehen und dann uns verkaufen. Also, die Zusammenarbeit ist so, wir kaufen alles ab und sie verkaufen uns alles. Das ist eine faire Arbeit, oder? Ja, die
der Start mit den Tieren hat lange angefangen und beim Käse war genau das Gleiche. Wir hatten am Anfang drei, vier Sorten Käse. Wir hatten drei Kühlschränke, Küchenkühlschränke, die wir vom Küchenbauer kaufen konnten, so Occasion-Kühlschränke. Wir haben die in Münzigen eingebaut und haben dort den Käse gelagert. Wenn wir das Tier hat geschlachtet haben, mussten wir alle den ganzen Käse müssen verkauft haben, damit wir Platz hatten für das Fleisch, weil das hat eine höhere Priorität gehabt. Und dann haben wir angefangen, wir müssen noch ein bisschen mehr Platz haben zum Kühlen. Ich habe die erste Kühlzelle gekauft. Ich fand, wir kaufen zwei. Dann können wir eine noch weiterverkaufen. Nach drei Monaten war die zweite aufgestellt. Nach den Draufwachen haben wir das ganze Garage, das wir hatten, dort im Bauernhof, isoliert. Und haben das dann als Startbruch als Kühlraum. Also wir sind im Prinzip mit einem Garage haben wir gestartet. Wir sind von null Kunden angefangen und sind immer mehr gewachsen und mit einem Hotel angewerbt. Wir haben angefangen mit Events. Wir haben 2007 angefangen exportieren ins Ausland und haben langsam dürfen wachsen, natürlich auch nur dank dem, dass wir immer wieder gute Leute gefunden haben, die uns helfen, unterstützen und bei Events hin und her säckeln und das Ganze tragen. Auf dem Flyer, den ihr heute bekommen habt, ist so die Geschichte von Yumi. Dort sind ein paar Eckpunkte drin. 2007 ist die Bauterknolle, die wir zusammen entwickelt haben mit dem Glauserbeter. Die wird mittlerweile überall verkauft, in ganz Europa. Wir sind so zum Teil in Amerika, gewisse Fachgeschäfte. Und unser Ziel war immer, alle, die mit uns zusammenarbeiten, müssen an Mehrwert schauen. Das heisst, der Bauer der soll etwas mehr verdienen. Unser Mitarbeiter muss nicht unbedingt Geld sein, immer, also etwas mehr vorhanden haben. Der Koch soll etwas haben, das er sonst nicht überkommt. Und der Gast soll etwas vom Teller haben, das er eine Riesenfreude hat beim Essen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass, wenn man mit diesem Grundgedanken darauf hergeht, dann ist es sehr nachhaltig und dann wird man auch zum gewünschten Erfolg kommen. Und wir haben gewisse Sachen erreicht. In 2014 sind wir heute. Wir haben heute gut vor einem Jahr, einen Laden aufgetan in London. Ein kleiner Store, wo wir dort Produkte verkaufen. Und haben natürlich eine Riesenfreude. Aber wie gesagt, das Ganze ist auch nur möglich, indem wir gute Leute haben, die uns unterstützen. Wir sind immer in Bern auf dem Merit. Dort werden wir sehr viel angeholt. Warum gehst du noch Merit? Was passiert auf dem Merit? Für uns ist Merit etwas ganz Zentrales für die Firma und etwas Schönes. Wir können dort uns immer wieder auf den Boden kommen. Das heisst, wenn man irgendeinen Ort etwas verkauft, in Export, hier ist ein Palett, hier etwas. Auf dem Merit da kommt jemand vorbei und sagt, ich möchte gerne 100 Gramm von dem, ich möchte gerne 50 Gramm von dem und noch ein Stück von dem. Dann weiss man auch wieder haargenau, ja, denen, die man es verkauft, die müssen auch für das kämpfen und etwas machen. Das Weitere ist auf dem Merit ist es ganz schön, wenn man etwas Neues darstellen. Das ist unser Bewerbungsgespräch immer, das fährt morgen um 5-6 an. Und wenn sie um 8 Uhr zum Kaffee noch dabei sind, dann sieht es aber gut aus. Manchmal gehen sie auch heim dann. Und nachher, ist, wenn man zu Mittag essen kann, dann ist es schon quasi von unserer Seite okay. Das ist eigentlich etwas ganz Lustiges. Jemand will arbeiten und jemand etwas machen, mit dem Team zusammenarbeiten, das merkt man nichts Besseres, als wenn man einen Test macht. Ein weiteres Ding, das noch ist, wir tun auf Merit etwas Neues. Produzieren, etwas zeigen und dann sieht man, wie die Leute darauf reagieren. Wenn sie am nächsten Samstag noch wissen, was da war, dann ist jetzt mal eine Nachfrage vorhanden und dann kann man sagen, das Produkt hat eine Nachfrage vorhanden, ohne dass man Werbung hat müssen machen musste. Sondern das Produkt spricht für sich. Das ist so unser Merit. Ja? Jetzt sagen wir, meine Zeit ist auch abgelaufen.